beim Manövrieren für den Frontlader anzusenken. Die Visier ist ab. Die Kollegen schauen zu, ob es richtig macht. Und immer den Traktor abstellen beim Absteigen. Also Simon, du hast dich qualifiziert für SwissSkills. Jetzt bist du gerade am Üben. Was ist deine Motivation, das SwissSkills mitzumachen? Ja, es ist, ich habe auf dem Projekt bin ich gefragt worden, ob ich hier mitmachen möchte. Da habe ich gedacht, ich komme mal an die Qualifikation. Man lernt so immer neue Sachen und Erfahrungen fürs Leben nachher. Und es ist natürlich spannend, so sich mit anderen Berufskollegen zu vergleichen. Und was hast du jetzt gemacht schon für die Vorbereitung? Bist du jetzt alltag fast an der Vorbereitung für die SwissSkills, oder wie sieht das aus? Ja, nein. Noch nicht. Im Moment habe ich gerade die Berufsmatur angefangen. Von dort her noch recht viel zu tun, also schon ein bisschen zum Lehren. Und wir haben die Aufgaben, die wir absolvieren müssen, zugeschickt bekommen. Und bis jetzt habe ich einfach mal die genau durchgelesen und geschaut, was wir alles machen müssen und was wir vielleicht organisieren können, um zu lernen. Aber jetzt mit dem Vorbereitungstag heute, ja, haben sie uns sehr viel Material noch gegeben und auch Sachen erzählt, wie man das genau vorbereiten kann. Und ich werde jetzt einfach noch bis Mittwoch, bis am 12. wenn das anfängt, mich ja genau vorbereiten darauf. Was Stufe ist eher, sag jetzt, ein bisschen schwieriger und was denkst du, geht eher ein bisschen ringer? Ja, bis jetzt haben wir einfach Pflanzen und Mechanisierung angeschaut. Ich denke, dass Pflanzen sehr Fleissarbeit wird, dass sie einfach Krankheiten und so auswendig lernen und genau die, Krankheiten anschauen. Wir haben dann etwas mit Betriebswirtschaft, eine Betriebsumstellung machen, mit Finanzierungsplan und das alles. Das wird sicher auch ein bisschen, ist halt theoretisch hier und man muss das sicher auch noch genau anschauen. Und hast du Ziel für die SwissSkills? Ja, also, ich habe jetzt nicht so sehr grosse Ambitionen gesetzt. Es wäre sicher, ich hätte sicher Freude, wenn ich am Samstag auch noch in die Ausscheidung könnte, also nach der Ausscheidung für ins Finale käme. Ja. Aber wir schauen. Ich mache, was möglich ist und wir ist gut. Alles. Super, dann wünsche ich dir viel Glück. Ja, danke und schön. Und selbstverständlich, dass du am Samstag im Finale bist. Der Tätigstag gerade. Die Übung, wo es darum geht, Siloballen Ivan Frey mit dem Klassentraktor abzuladen und wieder aufzuladen. Das ist eine Aufgabe von der Vorausscheidung im Mittwoch.